Und dann kriegt Julia noch mal eine volle Rüstung für wenn er da ist. Zack, zack, zack. Und dann fällt auch die Rose. Und dann gehen wir mal hier in die Truhe. Da machen wir mal so ein volles Team fertig. So. So, hat er sein Kit. Damit kann er leben. Und ein bisschen Eisen für die anderen Sachen. Ja, komm, die Steindinger nutze ich nicht mehr. Ich mache so ein paar Eisen-Items. Wir brauchen noch ein bisschen Erde hier für Terraforming und dann kommen wir weiter ran. Wir gehen erstmal in dieses NPC-Dorf da hinten. Was hält ihr davon? Und gucken, was die auf der Farm haben. TC-Cleaner will geupdatet werden. No, sir. Aber ich habe keinen Bock, dass es geupdatet wird. No, sir. Ach, ich sehe es kommen. Das wird noch richtig viel Arbeit. Aber erstmal die Kleinigkeiten fertig machen. Also überleben sicher mit einer Farm auf jeden Fall ist erster Schritt. Und dann können wir mal gucken, wie wir unser Haus bauen. Ich habe da ungefähr einen Plan. Nee. Aber Felder gibt es jetzt nicht so viele, ne? Felder, wir brauchen Felder. Dann können wir noch kurz was essen. Wir können mal hier hochgehen und mal schauen, ob wir hier irgendwo was finden. So, was sagt uns die Aussicht hier oben? Da ist ein Feld. Zwei Felder sehe ich. Da geht es noch weiter. Wir machen jetzt mal Tarzan über die Bäume. Oh, guck mal, da könnte noch mehr sein. Oh, da ist noch mehr. Tatsache. War nicht die rote Beete. Rote Beete ist Bullshit. Mal Karotten. Die wollen wir haben. So wie. Die bauen wir danach auch an. Und vermehren die richtig schön. Dann noch ein bisschen Weizen. Das nehmen wir auch noch mit. Ein Feier der Farmer ist hier. So, Screenshot. Für Thumbnails, ihr wisst schon. Warte, wir kriegen ja rote Beete-Samen hier, ne? Das sind ja die neuen Dinger. Aber diese rote Beete-Samen wieder nicht so. Ich weiß gar nicht, was man generell aus rote Beete machen kann. Man kann die nur essen, ne? Und irgendwie so eine Suppe draus machen. Was ist das? Er guckt durch die Wand. Der beobachtet uns. So. Wo geht's jetzt? Wir waren hier und dann können wir hier runter. Das Feld plündern wir jetzt noch. Das sind Kartoffeln. Brauchen wir auch. Gehe ich mal von aus. Ich will mich die ganzen Felder hier gar nicht so sehr kaputt machen. Wir könnten sie ja eines Tages wieder gebrauchen. Und ich will in Harmonie mit dem Dorf hier leben. Es wird doch mehr Felder, als ich dachte. Oh, hier geht's auch runter, ey. Mission etwas? Ich denke nicht. Aha, eine Höhle. Da gehen wir gleich mal nachgucken, was da ist. So, zack, 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 zack. Die Felder sind nicht von mir sicher. So, ich denke mal, wir haben alles, was jetzt wichtig ist gerade. Wir können mal kurz hier reingucken, ob jetzt noch irgendwas Krasses ist. Hallo, Kollegen.
Ein bisschen Eisen. Na gut, was soll man hier anderes finden außer Eisen, ne? Nehmen wir gleich alles mit, was wir hier finden. Wäre fast runtergesprungen. Aber der will ich nicht runter. Was will ich denn von unten? Wir haben doch alles. Ja, wir haben ein bisschen Kohle, das können wir natürlich alles mitnehmen. Wenn wir schon hier sind. Kohle ist immer gut. Kann man immer gebrauchen. In dieses automatische Springen werde ich mich versuchen, daran zu gewöhnen. Auch wenn ich es jetzt angeschaltet habe, natürlich werde ich immer wieder ausschalten, aber kommt die Situation an, wenn ich das habe. So, Eisen. Noch leider sehr weit oben in der Oberfläche, das heißt, hier unten ist wahrscheinlich, also hier oben besser gesagt, unten oben in der, also die obere, hier auf jeden Fall in der Höhle ist auf jeden Fall nicht eine sehr niedrige Wahrscheinlichkeit, dass wir hier Diamanten finden, wahrscheinlich ist sie gleich null. Ups. So. Den Rest Kohle lassen wir mal da liegen. Weil ich keinen Bock habe, jetzt alles hundertprozentig zu farmen hier. Aber allerdings können wir alles gebrauchen, was wir an Kohle finden. Weil Kohle geht ganz schnell alle, wenn wir vor allem später mal so viel Stein brennen müssen. Wenn wir was Größeres vorhaben. Na ja, dann braucht man schon, hier schon viel. Gehen wir hier runter. Unter ist immer gut. Runter ist immer bessere Sachen. Oh. Sieht ein bisschen gerade aus. Was schreibt da während einer Aufnahme mit mir? Denkt er, ich antworte jetzt drauf? Oder wir antworten mal nicht drauf. Vielleicht ist er dann auch mal leiser. Beziehungsweise er ist ja leiser, aber ich habe es gerade keinen Interesse, mir zu schreiben. Alter, hinter jeder ist voll die Eskalation von Zombies. Wo seid ihr? Ich suche euch. Ich werde euch finden. Nichts ist von mir sicher. Wir nähern uns den Sounds. Ich denke mal, es kann auch egal sein, wo die sind. Oh! Was haben wir denn da? Ja, komm, dann gehen wir noch runter. Vielleicht finden wir jetzt einen Thron. Da kann ja was Cooles drin sein, ne? So, wieder ein Spawner. Habt ihr euch vermehrt oder sowas? Aber wir haben jetzt ein Dia-Schwert. Hier, zack. Zum Glück können die hier oben uns nichts. Stirbt einfach mal. Nee, ich guck, ich krieg die gar nicht tot. So, Zombies, stirbt. Super.
du für einer? Mistiger Vogel. Oh Gott, Bullshit. Ein Namensschild, super. Hier haben wir alles mit, was wir hier haben. Ja, die Kiste sieht einfach nur voll gemüllt aus, aber. Jo. Melonen. Das muss ich jetzt schreiben. Also da gehe ich jetzt mal nicht lang. Hä? Flying ist doch der Name ohne Server? Was für Flying? Gibt gar keinen Sinn, was für Fliegen? Fliege nicht. So, die Spinne ist tot. Wir kamen ungefähr von der Richtung, ne? Home sweet home. Ich hoffe, ich kann richtig laufen überhaupt. Komme ich auch von hier? Oh Gott, oh Gott. Ich sehe schon kaum, wir haben es jetzt wirklich. Ich weiß nicht, wo Langkraft geht. Ich glaube, wir sind auch in der falschen Richtung gelaufen halt entlang. Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung. Super. Hab ich ja, wir kamen ja von Richtung Kirche. Also nicht aus religiösen Gründen, sondern wir kommen einfach aus Richtung Kirche gelaufen. Was sammelt ihr eigentlich hier? Hä? Was ab? Ich komme zu euch, Leute. Verweilen wir die Nacht jetzt hier? Die gucken mir aber auch hinterher, ne? Was bietet mir an? Justin, das Stück kann auf die Lockers. Hab ich nicht gesagt. Oh, geil, Essen. Wir müssen Markte. Kohle! Oh, wir können Markte holen. Naja, ein Smaragd zum Angeben, ne? Können wir uns mal, hä? Allerdings, sobald hier noch keine Action ist, können wir noch also weiter snacken. Und dann mal verschwinden wir nach Hause. Am nächsten Mal können wir uns vollkommen um die Farm. Also wir fahren an Erde, Terraforming und also ein Zeug, das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Es passiert erstmal nichts mehr Spannendes, ich beende eh gleich Aufnahme, wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Ja, 48 Minuten, da haben wir noch 12 Minuten. Vogel, dass wir einen Lohn gefunden haben. Warte, hier ist noch mehr Weizen. Gib mir her die Samen. Und Melonen haben wir ja auch. Das ist auch ganz schön. Ganz schön nice. Alter, geht rein. Beschützt euch vor den Zombies. Ihr Villagers. Ich will nicht, dass ihr ausgerottet seid, wenn wir da sind. Das wäre too much uncool. Wir müssen aus der Richtung irgendwo kommen, ne? Wir liegen hier so eine Lichtspur. Aber eigentlich könnte man ja das Dach der Kirche ja von mir, vom Lager oben aus sehen, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Creeper.
Ah, jetzt Bang gemacht. Genau, hier oben dürften wir gleich wieder da sein. So, und hoch jetzt. Oh Gott, noch ein Creeper. Tschüss zu Creeper. Und zack, 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 zack. Safe. Wir haben es überlebt. Überlebt, überlebt. So, wir haben noch viel gefarmt. Das lege ich erstmal alles hier rein, was wir jetzt haben. Und wir legen mal unser ganzes Inventar hier ab und dann beende ich mal die Aufnahme. Das Eisen können wir gleich nochmal brennen. So. Zack. Danke fürs Zuschauen, Leute. War eine interessante Folge heute. Warte mal, mit der 5 hier mal professionell. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, euer FireTube, wenn es ja heißt. Redcraft, Minecraft. Alles mit Craft. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.